Wie viele PC-Komponenten werde ich noch ändern, bis das LP endlich mal endet? Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein Part, bei dem ich wieder was Neues an meinem PC geändert habe, und zwar meine Grafikkarte. Ich habe es ja schon einmal erwähnt. Ich habe mir einen neuen PC geholt und die Grafikkarte habe ich vorerst noch drin gelassen. Die alte GTX 1050 Ti, die auch schon sehr, sehr alt ist. Und jetzt habe ich nachgerüstet, und zwar schmackig mit einer RTX 2070 Super. Das gefällt mir schon viel mehr. Also jetzt kann man sich auf jeden Fall auf geile Projekte freuen. Falls es jemanden interessiert, das sind die Grafikeinstellungen jetzt. Auch nicht wirklich Grandioses, aber Resident Evil 2 ist sowieso nicht das aufwendigste Spiel und auch nicht das schönste. Deshalb belassen wir es dabei. Die Frage ist jetzt, wohin? Wir haben ja... Geht es jetzt direkt wieder zum Hauptschacht zurück? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr hier. Dann muss ich hier rechts raus. Denn jetzt geht es in ein komplett neues Gebiet, oder? Wir haben ja im letzten Part unser Armband aufgerüstet und wir sind angeschlagen. Warnung. Ja, dann gehe ich nochmal zurück, schaue, ob ich in der Kiste irgendwas habe, denn der letzte Part ist schon wieder etwas vorbeigegangen. Man mag's glauben, ja. Ich glaube, ich mitbekommen. Na, ich habe nichts Besonderes drin. Okay, aber das ist ein Signalmodulator, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ich nuschel irgendwie, ich weiß. Aber lasst mich in Frieden. Okay, wir machen weiter. Da wollte ich nicht rein. Ich bin falsch gelaufen. Gott sei Dank hat der uns nichts angetan. Das wäre nämlich unnötig gewesen. Keine Ahnung, wieso Leon den jetzt eigentlich weggeschubst hat. Weggeschubst hat, Deutsch. Stehe ich nicht. Aber akzeptiere ich. Akzeptiere ich gerne. So, und jetzt kann ich hier in den Westflügel, oder was? Auf jeden Fall. Ja, hoffentlich erschrecke ich mich auch nicht. Ich bin voller Motivation reingegangen mit dieser neuen Grafikkarte, wollte das unbedingt anschauen, aber so viel hat sich ja auch nicht wirklich verändert. Außer, dass es dunkler geworden ist. Wie schaut es auf der Karte aus? Bio-Test-Labor. Sind wir direkt dabei? Okay. Digitale Labor-Videokassette. Will ich das sehen? Will ich das sehen? Hoffentlich ist das Gebiet nicht mehr so groß wie das letzte. Wie der Ostflügel. Aber ich habe da wieder meine Bedenken. Hier ist ein Safe. Okay. Spielen wir erstmal die Videokassette ab. Kann ich nicht? Hallo? Ist das doch ein... Oder muss ich erstmal den Strom einschalten? Ist da was gewesen? Also es scheint so, als müsste ich erstmal einen Generator finden und hier den Strom einschalten. Auf jeden Fall. Hier komme ich nämlich auch nicht vorbei. Gut. Ah, hier haben wir ja auch den Modulator. Wir müssen ihn auf OSS stellen. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wie wechsle ich noch schnell da? Auf OSS. Okay. Jetzt haben wir es, glaube ich, gleich. Nee. Was ändere ich denn da? Nee, das ist falsch. So. Nee, warte mal, so. Nee. Der ändert sich die ganze Zeit. Okay, wir switchen einfach mal also durch. Das ist ja offensichtlich falsch. Okay, akzeptiere ich. Ja, okay. Weg tun, ne? Und jetzt einfach einsetzen.
Und wir haben wieder Strom. Perfekt. Wie viel kommt denn da jetzt eigentlich noch auf uns zu? Weil wir haben jetzt Murph von OSS einmal probiert. Es sind halt noch drei Einstellungen hier. Schauen wir uns erstmal die Kassette an. Hoffentlich werden wir intelligenter. T-Virus gesichtet. Ich geh rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Ramsey, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Die Frage ist, wieso nimmt man sowas auf? William Burkens Posteingang. Ah ja. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass der eine Typ nachher noch hingegangen ist zu dieser Person, um den Puls zu messen, um zu schauen, ob der noch lebt. Aber come on. Ist das nicht klar, dass er tot ist? Forschung an Chi wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an Chi einzustellen, die im Nest-Labor stattfanden. Sämtliche Gelder in dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leistung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten unserer Unternehmen. Ist das bestfinanzierte des Landes. Wie ich hörte, ist Chi beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also schicken Sie doch die Daten rüber. Wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit Chi gute Arbeit geleistet. Aber jetzt übernehmen wir. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerherrschaft für das Chi-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Na, ich glaube, das Militär ist zuvor gekommen. So. Ah, die Kassette brauchen wir jetzt auch nicht mehr, genau. Aber die werfen wir komplett weg. Brauchen wir nicht verstauen. Und Munition wäre sehr, sehr cool. Ist hier sonst noch was? Nein, Videorekorder, den haben wir schon benutzt. Okay, dann gibt es noch diese eine Tür, die wir jetzt auch betreten können. Ich wechsle mal zu dieser Waffe, weil ich hier Munition habe. Ich hätte auch gern für die andere welche, aber so ist das eben. Momentan sieht es relativ ruhig aus. Ich drücke jetzt immer M. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Okay. Wir werden hier anscheinend irgendwie nass gemacht, damit wir uns gesäubert haben oder sowas. Ja. Desinfizieren oder so. In der Art. Wo sind wir hier jetzt? Nicht mehr so hoch, okay. Könnte theoretisch was passieren? Ist das ein Lift nach unten oder? Nee, wir können einfach ganz normal rein. Aber der Anblick erfreut mich eher nicht so. Ist das das Cheerios? Sieht so aus wie die verschiedenen Entwicklungsstaaten.
Oder sind das verschiedene Mutationen? Das war einfach. Wollte ich auch gerade sagen, aber schau mal hinter dich. Ist da jemand? Zurück zu Ada. Echt? Das war's schon? Kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Der Ostbereich war so groß und wir haben da natürlich auch nicht alles. Zum Beispiel das Kraut haben wir nicht aufgesammelt oder Schießpulver waren wir immer wenig Platz hatten im Inventar. Aber... Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich wollte mich da eigentlich noch umsehen, aber wenn sich das selbst zerstört... Nein. Nicht so einer schon wieder. Du wieder. Weg. Er gehört mir. Ist mir recht. Was zur Hölle geht hier vor? Du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. Lol, das sieht ja genauso aus wie der im Kopf. Oh Gott, William! Was hast du getan? Dann ist das ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie sie das... Sie können es drehen, wie sie wollen. Es ist doch nicht schuld. Ah ja. Was zur Hölle? Ach, Scheiße! Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen! Okay, das endet hier. Hoffentlich endet es endgültig, aber habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Munition mehr habe. Aber anscheinend wird der Boss hier hoffentlich ein bisschen fairer als letztes Mal. Auch wenn mir die Mutation nicht so wirklich gut gefällt, muss ich sagen. Jetzt ziel doch aufs Auge! Oh, er wollte es gerade nehmen. Aber ich hab's nur verhindert. Mir muss es ja auch irgendwo irgendwas zum Heilen geben. Bitte heil mich. Natürlich nicht. Ich habe nichts zum Heilen. Da habe ich noch Munition. Ah. Ah, auf sein Auge jetzt. Aber lass mich lieber vorbei. Okay, ich habe das Schema erkannt. Ich hätte jetzt aber auch gerne was zum Heilen. Okay, das nehme ich auch. Ah, ich weiß auch, ich habe die Handgranate. Magie-Munition.
Sehr, sehr schön. Nimm alles, was du kriegen kannst. Okay, das war ein bisschen lag, dass er mich da nicht erwischt hat. Aber noch ist nichts vorbei. Cool, zu früh gefreut. Gibt's da auch irgendwas zum Heilen? Es wäre sehr schön, wenn ich da drauf kommen würde. Ah, als ob der das nicht speichert. Als ob der das nicht speichert. Komm, speicher hier. Jetzt habe ich so viele Slots hier. Aber was bringt mir das hier jetzt? Okay, jetzt sind wir immerhin in den Raum hier. War alles geplant. Kombinieren, okay. Kombinieren. Aber das bringt mir nichts. Kombinieren. Das kann ja auch nicht. Der Final Kampf ist es aber noch nicht, oder? Auch wenn es so wirkt. Achso, die Selbstzerstörung ist schon aktiviert. Das macht keinen Sinn. Weil ich kann manche Sachen ja noch benutzen, oder? Okay, ich werde es in Zukunft skippen. Ich kann das. Hier, überspringen. Erstmal in die Pause reingehen. Aber gib doch mal was zum Heilen her. Muss ich wieder umdrehen? Dreh dich um, William. Er muss wieder sowas ausreißen. Ja, genau. Ach, schieß darauf. Da. Danach weiß ich nicht, ob sich das jetzt auszahlt. Ah, ich hätte gar nicht mehr nachladen müssen. Komm her. Ah, jetzt machst du so einen Jump-Angriff, okay. Ah, jetzt hätte ich... richtiges Loch reingeschossen. Ja, weil ich ja weiß, dass der sich umdreht. Mann, ich hab doch nichts zum Heilen. Next try. Aber ich glaube, ich kann dann Anfang schon mal raufschießen. Ohne dass er mir viel was machen kann, okay? Wir haben schon mal gut was getroffen. Und jetzt natürlich nicht mehr. Aber hinten haben wir. Okay. Ist gut, komm her. Öffne dein Auge. Ah, jetzt. Braucht doch keine 10 Stunden. Ist natürlich nichts. Jetzt. Ach, come on. Bin ich wirklich so blöd? Das ist hier ein Try and Error. Erste Hilfe Spray. Wir haben was zum Heilen gefunden, Leute. Geh mal weg hier. Was macht er denn jetzt? Hat sich hingelegt und ich habe die Chance nicht genutzt. Eine MAG-Munition. Überhaupt gar nichts mehr.
entziehen. Cool. Nächster Versuch. Und schon mal ordentlich eingeheizt. Jetzt, ich habe nicht gewusst, dass ich nur 3 Schuss habe. Na gut, wir haben aber schon. Da ist der Benzin-Lack gehabt. Das wollte ich nicht nachladen. Schon mal sehr, sehr gut gelaufen. Wo ist das Erste-Hilfe-Spray? Ich brauche Erste-Hilfe-Spray. Nicht den anderen Schmutz. Ja. Guter Start, schlechte Fortsetzung. Bitte triff. Safe nicht getroffen. Ach komm. Wo ist das Erste-Hilfe-Spray eigentlich? Da habe ich absolut keine Ahnung mehr, wo das war. Hier. Für was werfe ich das? Für was werfe ich das? Ekelhaft. Wo ist der Benzin? Jetzt triff doch mal. Ja, ja. Doch weg, Lian. Und jetzt verbrenn ihn mal so ordentlich. Heiz ihn mal ordentlich ein. Und dann noch wieder mal weggehen. Jetzt springt er wieder wie ein Verrückter. Und jetzt brennt er wie ein Gestörter. Habe ich denn... Ich habe keine Granate mehr. Oh Gott. Was hat er da jetzt vor? Er zerstört noch alles. Geil. William, wir können über alles reden. Lol. Ich habe gedacht, ich sterbe noch. Der lebt. Okay. Lebt er jetzt noch? Kommt jetzt noch einmal zurück? Irgendwie schon. Auf jeden Fall. Das wird's noch nicht gewesen sein, ich sag's euch. Aber ich muss sagen, der Kampf war viel, viel humaner als der letzte gegen ihn. Habe ich jetzt alles? Map? Nein. Map sagt nein. Was fehlt mir hier jetzt noch? Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch grünes Gras oder so, aber... Hier ist noch was. Nur ein Erste-Hilfe-Spray? Echt? Okay, hier ist wahrscheinlich noch irgendwo was, aber ist auch egal. Lass weg. Weil der letzte Kampf, da bei diesem Frachter, der die ganze Zeit hin und her geschwungen ist, ihr wisst Bescheid, der war einfach absolut schlecht und nervig. Sieht übel aus. Ist schlimmer.
Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt...